Oh, I spy with my little eye another eye. Greife ich den von hier aus? One-Shot-Dream? Yes! So sieht's aus, Mann. Okay, Eispfeil ist, glaube ich, ziemlich cool gegen den Boss. Und jetzt kann ich, glaube ich, von hier aus... Hier rein, ne? Jetzt ist nur echt das Problem, dass mir die normalen Pfeile ausgehen. Hallo? Ja, kurbeln, komm, komm, komm. Ja. Läuft. Einmal Wasser bitte. Ich sagte einmal Wasser bitte. Wasser. Marsch. Ja, das war zu weit. Aber jetzt. Aber jetzt. Aber jetzt. Läuft. Okay, Siri, wie viel Kontrollsiegel brauchen wir noch? Noch ein Kontrollsiegel. Dann hast du es geschafft. Die SpongeBob-Anspielung habe ich verstanden, ne? Oh, das stimmt, da drin ist so ein Ding. Das habe ich gar nicht gesehen bis jetzt. Kann ich den Wasserzufluss irgendwie unterbrechen? Ja, super einfach. Ey, ich bin so smarter. Tja. Da machst du nix, Siri, was ist los? Gib mir ein Update. Alle Kontrollsiegel gelöst. Jetzt musst du nur noch die Steuerungseinheit aktivieren. Danke, Siri. Siri weiß, was läuft. Der große leuchtende Punkt auf deiner Karte. Da musst du hin. Aber bleib wachsam. Wird gemacht, Mädchen. Wie komme ich jetzt eigentlich wieder raus? Achso, da ist eine Schräge. Bitte nicht ertrinken, danke. Oh, die Musik ist schon so komisch, It's boss time, bitches! Das ist der erste Boss, den ich im Master Mode fighte. Und deshalb wollen wir auch gut vorbereitet sein, nämlich... Speichern. Und viel wichtiger, ich mache eine ganz kurze Pinkelpause. Ich denke nämlich die ganze Zeit schon, ich platze gleich. Das gibt euch die ideale Möglichkeit, reinzufollowen, falls ihr es noch nicht getan habt, damit ihr nichts von diesen brillanten Fails weiterhin verpasst. Und ich bin sofort wieder da.
Okay. It's Boss Time, Leute. It's Boss Timer. Ja, ich weiß, alle Gegner regenerieren sich, wenn man denen eine Zeit lang keinen Schaden macht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich damit umgehen werde. Wir testen jetzt einfach mal aus, wie sich das verhält. Wir haben jetzt ja vor dem Boss gespeichert. Und dann gucke ich einfach mal, ob ich sonst eventuell anderes Equipment brauche oder mehr Pfeile oder so. Und sonst gehen wir einfach noch ein bisschen Zeugs farmen. Okay, Kryo-Modul equipped. Den besten Bogen. Wahrscheinlich sind die Eispfeile auch ganz sinnvoll. Wir nehmen das Wächterschwert, weil das einhändig ist und ja. Ich meine, das ist der Bossfight mit den verschiedenen Plattformen, die jetzt gleich hochkommen. Okay, Leute, sendet mir alle eure Energien, die ihr habt. Ruft eure Freunde an, holt sie in den Stream. Ich brauche alle Unterstützung, die ich kriegen kann. Es geht los. Hammer Time. Oh ja, Mann, come at me. Trau dich. Oh, fuck yes. Oh ja, Mann. Genau so mag ich meine Endbosse mit dicken Lanzen. Ja, würde ich schon sagen. Ich habe die DLCs auf jeden Fall alle, also sehe ich keinen Grund, die nicht zu machen. Sache, wenn wir den Master Mode spielen, dann schon richtig, ja. Ja, du bist auch einfach nur schlecht, Mädchen. Oh ja, Mann, ich. Guck dir mein Kopftuch an, ne? Dieses Kopftuch sagt, ich bin ein Gewinner. Komm schon, trau dich, ja. Okay, die erste Phase haben wir geschafft, ohne getroffen zu werden. Ich glaube, sonst wären wir auch direkt tot. Oh, diesen Teil hasse ich ja wie die Pest, ne? Oh, Leute. Ich weiß nicht mehr, was war die beste Taktik, den zu besiegen? Muss ich das Auge treffen am besten? Jetzt mit Pfeilen? Ist das der Way to go? Wahrscheinlich. Okay, also ich nehme an, wenn wir dem in der ersten Form ein, zweimal dodgen, dann können wir genug Damage raushauen. Okay. Da kann ich nicht jetzt einfach laden? Laden das einfach jetzt, dann kann ich mir den Rest sparen. Also der Trick ist, das ist so ein kleines
Gimmick, also das heißt Gimmick, aber ein kleiner Trick, falls ihr den nicht kennt. Ihr könnt, wenn ihr gedodged seid, habt ihr die Zeitlupenform und ihr könnt... Lol. Okay. Ihr könnt in der Zeitlupenform eure Waffe ändern. Das heißt, ich spiele jetzt immer mit dem Master, mit dem normalen Schwert, weil es sich da einfach besser moved. Und dann kann ich in der Zeitlupenform einfach auf das Zora-Schwert ändern, weil das mehr Damage hat. Und dann könnt ihr damit einfach draufkloppen. Absolut brillanter. Genau so sollte man es tun. Ne? Okay. Okay, also wenn wir einfach gut dodgen, ist alles safer. Damit überleben wir die erste Form. Für die zweite Form bin ich mir nicht mehr ganz... Holy Jesus, hat er echte. Trau dich, Bitch. Try me. Sehr schön. Oh, Zora Schwert. Attack, 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 attack. Okay. Okay, das Wächterschwert macht irgendwie deutlich mehr Schaden. Oh lol. Ich dachte, das wär's schon. Okay. Erste Phase überstanden. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, für die zweite Phase braucht man den Bogen. Aber ich weiß es nicht mehr. Holy shit, Welche Pfeile habe ich, die Eispfeile drin? Darauf hätte ich irgendwie auch kommen können. Das ist irgendwie... Der regeneriert einfach, der Arsch. Okay, ich, ich brauche irgendeine bessere Strat. Also die erste Form ist überhaupt kein Problem, aber die zweite stellt tatsächlich eine Herausforderung dar. Weil ich mir nicht mehr ganz sicher bin, was der Trick ist, wie ich dem am besten Damage mache. Weil die Pfeile machen ja null Damage. Ich müsste den ja eine Million Mal mit Pfeilen treffen, bis der tot ist. Und dafür habe ich weder genug Pfeile noch genug Bögen, glaube ich, oder? Ich habe zwei Bögen. Gönn dir. Schön, dass du da warst. Ich hoffe, man sieht sich mal wieder. Ja, da kommen wir, das ist nicht schwierig. Okay, Kollege Barfuß, zeig, was du kannst. Konnte man das nicht irgendwie skippen? Traurig, ja. Du bist so geschickt. Ich weiß. Okay, das war ziemlich gut. Danke. Danke für den Follow, Mann. Und jetzt war ich abgelenkt. Du fieses... Wasservier. Ich sehe, Metroid ist heute schwer im Kurse. Okay.
würde sagen, wir machen das jetzt ganz einfach mit Trial and Error und finden einfach mal raus, wie lange was die beste Methode für die zweite Form ist. Weil mein Problem ist, ich habe noch nicht ganz rausgefunden. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie man den Boss überhaupt da fightet. Dadurch, der regeneriert sich halt die ganze Zeit. Man muss ihn also quasi konstant mit Pfeilen beschießen. Und das heißt, es kann eventuell sein, dass wir uns mehr Bögen und mehr Pfeile holen müssen. Es ist sogar ziemlich wahrscheinlich, dass wir mehr... Also wir brauchen auf jeden Fall mehr Bögen. So viel ist klar. Weil der eine Bogen ist fast durch. Pfeile haben wir in der Theorie genug. Danke, Siri. Traurig, ich komme. Ja, Mann. Friss. Recke. Okay. Okay, wir müssen ihn auf jeden Fall konstant mit Pfeilen beschießen. Da führt kein Weg drumherum. Und dann müssen wir rausfinden, was der beste, was die beste Methode ist, ihm Schaden zu machen. Was ist die beste Methode, ihm Schaden zu machen? So, ich bin mir gar nicht sicher, wie man in so einem Game hier am besten Waffen farmt. Weil dadurch, dass man die Gegner jetzt so oft schlagen muss im Master Mode, gehen die eigenen Waffen dabei unheimlich schnell drauf. Das heißt, ich tausche eigentlich nur Waffen und das hilft mir auch nicht wirklich. Bombenpfeiler, das ist natürlich eine interessante Idee. Lol. Tschüss. Ja, da müsst ihr eventuell mal ein bisschen unseren Vorrat an Zeugs upgraden. Mal ein bisschen Geld farmen und einfach mal... Wir testen das einfach mal. Wenn der Fight hier nichts wird, dann gucken wir einfach mal, dass wir uns gleich ein paar Bombenpfeile holen. Und dann testen wir einfach mal, wie viel Schaden das im Verhältnis macht. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, weißt du, gegen den Wasserfluch wären die Elektropfeile gut. Hallo Benji! Ey, der in seiner unverwundbaren Form heilt er sich einfach! Ey, mein Bogen ist gleich kaputt.
Ey, wenn mein Bogen kaputt ist, haben wir ein Problem, ey. Ja klar, immer gerne. Okay. Wir brauchen mehr Bögen. Also in der Theorie kann ich das einfach so durchziehen wie bis jetzt. Aber ich brauche mehr Bögen. Weil die beiden, die ich habe, die gehen zu schnell kaputt im Moment. Dadurch, dass der konstant regeneriert, müssen wir nämlich konstant schießen. Und dann brauchen wir einfach mehr Bögen. Das heißt, wir brauchen Stuff.